Sieht aus, als ob die Franks hier die Straßen verbarrikadieren. Das ist Weston Hill, keine Frage. Wir teilen uns hier am besten auf, um nach den Franks zu suchen. Gott, die Musik geht so hart. Ich dreh durch. Ah, komm schon. Die Dinger sind cool, wenn du nämlich ein paar davon triffst. Dann öffnet sich so ein Ding. Und dann kannst du da rein. Und dann findest du manchmal was. Und jetzt haben wir ein neues Dings gefunden. Hier ist das neues Graffiti. Voll gut! Und wie bereits gesagt, unser Ziel ist es hier, so viele Graffitis wie möglich zu sprayen, um so viel Rap wie möglich zu kriegen, um am Ende der Anführer der Stadt zu sein, essentiell. Na komm, so. Für wen hältst du dich, du Toy? Versaust einfach unser Piece hier. Denkst du, das ist ein Spiel? Verpiss dich. Sehr mysteriös auf jeden Fall. Okay, schön zu sehen, dass die Dinger doch hier auch rumglitschen. Ja. Ah, wie schade, aber egal. Passt schon. So. Wir können, glaube ich, auf der Karte nachsehen, wo noch irgendwas ist, wo wir hin müssen. Und es ist anscheinend ganz woanders. Okay. Oh Gott, wie kann man da nochmal durch? Ach, genau so. So. Ey, das Artwork von dem Spiel ist so sick. Alleine, weil er so einen langen Kopf hat. Das ist so cool. Ich stehe so hart auf dieses Spiel. Weißt du, alle sind so, yeah, mein Game of the Year ist Resident Evil 4 oder, keine Ahnung, Dead Space, Final Fantasy 16, Tears of the Kingdom. Starfield. Ich glaube, meins ist das hier. Ich glaube leider, das hier wird es. Es hatte in dem Moment einfach echt Höchstchancen. Oder es hätte in dem Moment einfach flach fallen können, indem sich das halt nicht so gut spielt, wie es tut. Aber es spielt sich so butterweich. Es spielt sich so richtig, wie es soll. Und es ist so gut. Es ist so gut. Es ist halt echt wie so eine richtig sicke Evolution von Jet Set Radio. Oh mein Gott. Es ist so gut. Der Grafikstil ist einfach on point, die Musik ist on point, das Gameplay ist on point, oh mein fucking Gott. Ja, es ist halt wirklich sehr an Jet Set Radio angelehnt und das hatte, glaube ich, außer in so bestimmten Cutscenes auch kein Voice Acting.
Das ist schade, aber das ist legit auch so das Einzige, was ich bisher auszusetzen habe. Dass es halt keine Sprachausgabe gibt. Stimmt, Baldur's Gate gab's auch noch, das muss ich mir auch noch kaufen. Oh mein Gott, die Musik ist so gut. Komm schon. Sick. Orchidee, danke für den Sub. Oh Gott. Fieser Platz, um mich wieder zu droppen hier. Ich glaube, hier unten ist alles cool. Ja, Forspoken hat leider auch mehr Hate bekommen, als es verdiente. Als halt einer von vier Menschen, die es halt tatsächlich auch durchgespielt haben, muss ich halt auch sagen, so, es ist schon ein bisschen insane, was da abging. Ah, verdammt. Sie wollen unbedingt, dass ich mein Telefon aufmache. Was habe ich denn für eine Nachricht bekommen? Hey Red, wenn die Franks dir Probleme machen, ignoriere die einfach erstmal. Aber mach genug Graffiti und sie müssen auf uns reagieren. Okay. Ach, keine Ahnung. Die Leute haben sich halt übelst abgefuckt darüber, dass es halt so ultra-relatable Marvel-Writing ist, aber das war's halt größtenteils gar nicht mal. So, das war halt so für vier Szenen und dann war's das. Halt, das Spiel hat so viele andere Probleme, auf die man sich eher hätte fokussieren können, als zu sagen, was für ein Cringe-Spiel. Mit den Dialogen, die sind so cringe. Und ich denke mir so, Junge. Oh Gott. Okay, ich habe nicht gesehen, dass da so ein Ding war. Ich glaube, jetzt komme ich da oben nicht ran, oder? Nein. Und das kriege ich hin. Pass auf. Junge! Das ist doch nicht wahr, wie ich da nicht rumkomme. Okay, das hat auch nicht geholfen. Cool, dass ich das zumindest ausprobiert habe. Nehmen wir das hier. Oh.
Das Problem ist, ich weiß nicht, wo die anderen paar von den Dudes sind. Ach, da unten ist, glaube ich, noch einer, ne? Da ist noch einer. Sind die auf der Karte eingezeichnet? Nee, ne? Verdammt. Ha. Mysteriös auf jeden Fall. Ich werde Baldur's Gate nicht spielen. Also ich werde es vielleicht so ein bisschen spielen. Oh Gott. Ja. Aber ich werde es, glaube ich, nicht durchspielen. Dafür ist mir das zu lang. Und es ist halt kein JRPG, es ist ja ein CRPG. Und damit kann ich halt gar nichts anfangen. So generell westliche Rollenspiele sind halt so gar nicht meins. Deswegen ist mir halt auch Starfield mega egal. Also, ich werde auch Starfield so ein bisschen anspielen, um mir meine Meinung zu bilden. Aber ich bin halt so null Hype drauf. Das können jetzt auch einfach nicht mehr releasen. Das wäre mir halt egal. So. Was soll's. So, haben wir alles? Da ist noch irgendwo was. Ach nee, da sind die Dudes, mit denen wir reden müssen. Okay. Du hast deinen BSC-Mist über einen Piece geschmiert. Hätte sich was ganz Großes, Robohead. Du hast keine Wurzeln wie ich. Du kannst nicht mal ein Combo bergab halten. Leider nicht aufgepasst, ehrlich gesagt. War's das? Nee, das war's nicht. Verdammt, zeig mir das nochmal. Nein. Okay, ich muss da runter. Und dann über die Treppen. Und dann zu dem grünen Wagen und dann nach da, okay. Okay, hier runter. Hier lang. So. Okay, sick. Das war nur ein Vorgeschmack. So, jetzt nur die Frage, wo... Ach, da war das. Okay. Tada! Ich mag's halt, dass du so verschiedene Wege machen kannst, wie du die Graffitis ausführst und jeder führt zu einem neuen Graffiti irgendwie. Das ist voll cool gemacht. Ist halt auch ein bisschen was anderes, als wie es in Jet Set Radio damals war, wo du halt dann einfach drei verschiedene, glaube ich, nur ausgewählt hast und dann hast du die halt ausgeführt und dann war's das. Schon ein bisschen dynamischer, finde ich schon cool. Haben sie gut gemacht. Hast dir also etwas Rap zugelegt. Und du denkst, du kannst es mit mir aufnehmen? Schau zu. Also macht er genau das, was ich eben 80 Minuten lang gemacht habe. Boom! Ah, Zufall. Oh Gott, die Musik ist so gut. Oh Gott, die Musik ist so gut.
kam keine Spenden-Alerts mehr. Keine Ahnung, kann sein, dass die verspätet kommen. Auf jeden Fall danke für die 5,33 € dann. Irgendwie musste ich irgendwo runter, oder? War das da unten? Ah, hier. Ey, die Musik ist halt echt sick, so. Die ist so gut. Du forderst mich heraus? Dann versuch doch mal einen 8-fachen Multiplier zu bekommen. Okay. Holy shit! Holy fuck! Tommy! Tommy me! What the fuck? Holy shit! Holy shit! Danke für 50 verschenkte Subs, Mann! Oh mein Gott! Übelst cool! Vielen, vielen Dank! Damn! Holy shit! Okay, du kannst was. Sick. Jetzt müsst ihr nachziehen, ne? Ich hoffe, das ist euch klar. Okay, wir müssen 70 Rap kriegen. Ah, shit. Vandalismus gemeldet. Erstmal die Nationalgarde rufen. Ah, nice, gekriegt. Junge, wie mega cool. Vielen, vielen Dank für diese übelste Sub-Bombe, Alter. Das ist... Holy shit, ich komme nicht drauf klar. Ach, da oben ist so ein Ding. Und da kommt man nicht hoch, oder? Ah, okay, ich weiß, wie man hochkommt. Ich versuche halt nicht immer die gleichen Graffiti-Tags zu machen, aber es ist irgendwie gar nicht so einfach. Ich glaube, das war der coole. Okay, so, ich muss nämlich den Dude irgendwie... Oder? Ah, nice, so jetzt ist der... Ich glaube, das geht noch höher eigentlich, oder? Ah, okay, und irgendwie muss ich jetzt, glaube ich, so... Oder? Oder auch nicht? Keine Ahnung, wie man da hochkommt. Ich
hätte jetzt gesagt über dieses Ding, dass es dann so hoch geht, man darüber springt, aber ich glaube, das ist zu weit. Ah, funny. Dann wahrscheinlich, dass man da irgendwie lang muss. Einraum ist ja auch noch so ein Graffiti. Ich will mal sagen Tattoo, aber das ist was ganz anderes. Und ja, das Spiel lohnt sich. Holy shit, das Spiel ist so gut. Ich liebe es so doll. Ich hab's jetzt schon zum zweiten Mal gekauft. Das hier ist scary. Also auf der Switch läuft es wohl mit 30 FPS, aber die werden wohl auch gehalten. Und es gibt einen 60 FPS-Modus, der ist wohl ein bisschen shaky, daher... Das ist so das Einzige, was so ein bisschen problematisch sein könnte. Sieh an, Trice und seine Crew. Man nennt mich den Flash Prince. Willkommen in meinem Quartier. Macht euch nichts aus den Jungs, irgendwie müssen sie sich ja auch unterhalten. Prince ist ein Genie, wenn es um Metall und Muskeln geht. Er hat all die Typen hier umgebaut. Ich bin der Beste, den es gibt. Immer wenn jemand seinen Arm verliert, kommt er zu mir. Oder in seltenen Fällen, wenn jemand seinen Verstand verliert. Das heißt, du hast Red seinen Robo-Head gegeben? Also bist du eine Art Vater für mich. Ich erschaffe niemanden neu. Ich setze nur zusammen, was wir finden können. Du bist nichts anderes. Du sagst, wir sollen für ein Checkup wiederkommen. Ich habe keine Beschwerden. Ja, sieht gut aus. Also Prince, ich glaube, DJ Cyber hat den Originalkopf dieses Körpers noch. Du kennst den DJ. Kannst du uns weiterhelfen? Er geht, er redet und ihr wollt noch mehr? Ich gebe euch nichts über DJ Cyber, keine Chance. Der Typ weiß nicht mal, wo sein Kopf ist. Weiß nicht, wo seine Wurzeln liegen. Ich treffe immer meine Dunks, Blechbirne. Weißt du warum? Dieses Bein stammt von einem puerto-ricanischen Topspieler. Man muss wissen, wo man herkommt. Red? Red, eine Sekunde, komm mit. Also wenn du eine PlayStation 4 hast, dann kannst du das auch darauf kaufen. Es gibt's auch eine PS. Es gibt noch eine PS4-Version. Nichts anderes, hä? Red, die Franks. Wir können es mit ihnen aufnehmen. Yeah. Sie hat recht. Wir haben genug Rap. Sie können uns nicht ignorieren. Der Code besagt, dass wir sie für Infos über den DJ herausfordern können. Na dann, los geht's. Riedfeld hier. Ich habe den Hauptverdächtigen im Visier. Verstanden. Mehr Kämpfe. Oh Gott.
Sick. Ups. Nice. Echt, da muss ich gleich nochmal nachgucken, ob ich vielleicht doch eine PS5-Version runterladen kann. Weil bei mir stand nur PS4-Version. Also wäre natürlich cool, weil es dann in einer höheren Auflösung läuft und ein bisschen schöner aussieht. Ich meine, ich habe es bisher nur über Steam Deck gespielt, deswegen sieht es halt jetzt nicht viel anders aus, als ich es eh schon kenne. Verdammt. Wo sie hin? Okay, da vorne. Das krieg ich hin. Sick. Gott, die Musik ist so, so gut. Der Typ wurde fast geschnappt. Was hast du denn? Dies ist ein Callout, Prince. Let's go. Wir gewinnen ein Crew-Battle und du sagst uns, wo wir den DJ finden können. Und wenn wir gewinnen, tanzt die ganze Bomb Rush Crew nach meiner Pfeife. Huh? Die Old Heads. Hey. Aufgepasst, der Grünschnäbel. Es ist an der Zeit, den Konflikt zwischen den BRC und den Franks ein für alle Mal zu lösen. Und es gibt nur einen Weg, die bessere Crew zu bestimmen. Mit einem Crew-Battle. Zeigt uns eure Tricks und Combos. Die Crew mit dem Highscore gewinnt. Ihr habt 2 Minuten. Auf die Plätze. Sick. Los geht's. So. Ah, verdammt. Na egal. Ich glaube, das müsste fast sogar schon reichen, dass wir gewinnen.
Ja, fuck. Na egal, passt schon. Ja, das war bei mir auch. Das hat dann auch irgendwie, keine Ahnung, alles angezeigt, aber irgendwie letzten Endes war es dann noch die PS4-Version. Wie habt ihr schlaksige Basketballer gegen diese Anfänger verloren? Rück es raus, Prince. Erzähl uns was über den DJ. Ihr bekommt gar nichts. Warum sollten wir auf die Vintage-Furze da drüben hören? Irgendwas stimmt nicht. Verdammt. Wie ich sehe, brecht ihr schon wieder den Code. Jemand sollte euch Franks zurechtstutzen. Der Code durchdringt alles. Hört, hört. Die Franks sind nicht bereit, ihre Niederlage zu akzeptieren. Aber das Urteil der Old Heads ist endgültig. Zum Ausgleich gehört dieses Territorium jetzt der Bomb Rush Crew. Unsere Abmachung ist damit aufgehoben. Can you dig it? DJ Cyber, das Angebot ist nett. Aber wir haben noch eine offene Rechnung, stimmt's? Erst vor kurzem hat DJ Cyber selbst hier den Code gebrochen. Wir machen alle mal Fehler, aber nicht jeder von uns macht so gute Mixtapes. Wenn ihr wisst, was ich meine. Sagen wir mal, wir sind bereit, ein Auge zuzudrücken. Wenn du bereit bist, den Kopf meines Freundes hier aus deiner Sammlung zurückzugeben. Keine Sorge, ich hab das im Griff. Hey! Lass den Finger von mir! Lass die Finger von mir? Ja, ist, was soll's. Red, bist du verrückt? Red! Red, so nennt man dich, hä? Huh? Dig it, ich hab hier das Sagen. In dieser neuen Zeit, ohne die Herrschaft der Big Three, sind die Straßen gesetzlos. Es braucht Ordnung und ich, DJ Cyber, einer der Big Three, hat das Sagen, dass meine Crew Futurism genau das bietet. Du willst also deinen Kopf zurück? Lass mich dich ansehen. Weißt du, seit wir Roboter zum Träumen gebracht haben, hat sich Cybernetics sprunghaft weiterentwickelt. Und es stellte sich heraus, dass das Gehirn viel einfacher zu simulieren ist als der Körper. Dig this. Spacig. Das ist einfach Kingdom Hearts. In nicht so gut. Die Tür ist verschlossen. Damn, es ist einfach wirklich Kingdom Hearts. Damn, es ist voll pretty. Oh.
Dieser Ort sieht kälter aus, als er sich tatsächlich anfühlt. Ich habe einige dieser Leute schon mal gesehen. Willkommen! Dies ist dein Maschinenverstand. Hier bin ich ein Zuschauer deiner Fantasie. Träume sind interessant. Weil du nur träumen kannst, was du bereits gesehen hast. Selbst wenn du dich nicht daran erinnern kannst, schau dich ruhig um. Hey Lumi, was geht ab? Junge, dieses Spiel ist so sick einfach. Ups, ich dachte, es würde länger gehen. Komme ich da rüber? Yes, gerade so. Oh Gott, oh Gott, knapp. Knapp, knapp, knapp. Ich hab genug gesehen. Also, Bomb Rush Crew, ihr wollt den Kopf zurück. Nun, ich mache nichts auf Anfrage. Futurism ist derzeit die mächtigste Crew in New Amsterdam. Es wird nicht lange dauern, bis wir All City sind. Wenn ihr ihn so sehr wollt, dann kommt auf mein Level. Wenn ihr All City werdet, bevor wir es tun, könnt ihr mich dazu zwingen, den Kopf zurückzugeben. Die All City? Bis dahin könnt ihr die Klappe halten. Wenn ihr wirklich die 5 Bezirke erobern und die ultimativen Writer von New Amsterdam werden könnt, dann könnt ihr mich herausfordern, euch euer Anliegen zu gewähren. Can you dig it? Es wird nicht lange dauern, bis wir All City sind. All City.
Yo. Denkt ihr, wir können ihm trauen? Ich hab gesehen, wie er V enthauptet hat. Ich weiß nicht. All City ist sowieso unser Ziel. Jede Crew, jeder Writer der Stadt versucht das zu erreichen. So wie ich das sehe, hat All City Macht über die gesamte... So wie ich das sehe, hat All City Macht über die gesamte Stadt und die Crews. DJ Cyber mag sich über uns lustig machen, aber wenn wir das schaffen, können wir ihn zwingen, meinen alten Kopf rauszurücken. Ich möchte wissen, wie mir das passiert ist. Wem verdanke ich diesen Körper? Trice, was weißt du über Fo? Er war einer der Big Three. Es ist nicht lange her, dass sie über die Stadt herrschten. Die Big Three waren legendäre Writer. Sie wurden zusammen berühmt. Aber selbst einzeln waren sie unschlagbar, Kopf an Kopf, gleich auf, wie Rivalen. Fo, hochbegabt, aber schweigsam. Felix, selbstbewusst, immer maskiert. Man sagt, er habe nie einen Boostpack benutzt. Und DJ Cyber selbst. Letztendlich gewann Felix. Jede Ecke, jeder Winkel trug seinen Namen. Sowohl DJ Cyber als auch Fo gaben sich geschlagen, als Felix jeden Bezirk abdeckte. Felix wurde All City und damit der beste Writer, den New Amsterdam je gesehen hat. All City. Er hat mich dazu inspiriert, die Bomb Rush Crew zu gründen. Und was ist mit ihm passiert? Mit Felix? Es heißt, dass er am Höhepunkt seiner eigenen Berühmtheit erledigt wurde. Natürlich hatte er viele Feinde, aber wenn du mich fragst, Fo und der DJ müssen etwas wissen. Klar wird jeder mal ein bisschen aufgemischt, aber wir haben unseren Code. Diese Welt dreht sich einzig und allein um Skills. Wir konkurrieren mit Stil. Wir bringen uns nicht gegenseitig um. Wer diesen Code bricht, macht sich zu aller... Wer diesen Code bricht, macht sich alle anderen zum Feind. Ganz genau. Und als Felix verschwand, drehte DJ Cyber richtig auf. Ging gegen jeden vor, den er dabei erwischte, den Code zu brechen. Er macht es jetzt das Gesetz. Und all das, während er Felix' berühmte Maske trägt. Holy shit. Das passt mir einfach nicht. Also, seine Crew heißt Futurism. Die können mit ihrer Ausrüstung praktisch chemische Kriegsführungen führen. Man sollte meinen, der DJ wäre mit dieser Crew schon längst All City. Aber Felix hat eine komplett neue Generation von Writern inspiriert. Crews aus jedem Teil von New Amsterdam kämpfen jetzt um den Titel. Das schärfste Team ist derzeit die Eclipse Crew. Die Mills lieben es, Leute herumzukommandieren und sind von Astrologie besessen. Wenn die Sterne günstig stehen, erweitern sie ihr Revier. Eclipse wurde sogar jetzt schon im Millennium Square gesichtet. Man sagt, wer ihre allsehenden Augen schaut, fällt in einen unendlichen Schlaf. Yo. Aber wir, die Bomb Rush Crew, haben uns von unseren bescheidenen Anfängen gelöst und Versum Hill ergattert. Die Franks geschlagen, dem DJ gesagt, wo es lang geht und überlebt. Damn. Oh, City, ich kann es fühlen. Ich werde es tun. Ich will wissen, wer ich war, wo meine Wurzeln liegen. Ich kann es nicht erklären, aber All City, es fühlt sich richtig an. Auch wenn ich mit meinem Verrückten, wenn ich mit einem Verrückten verhandeln muss. Der DJ ist mein einziger Anhaltspunkt. Warte mal. Denk daran, wir sind eine Crew. Wir bleiben zusammen. Wo du hingehst, kommen wir mit. Wir werden All City. Zusammen. Als Crew. Ja. Zusammen. Nice Augen. Damn. Das ist der Sir. Er macht es genauso gut wie Sie, wenn nicht sogar besser. Die Psychoanalyse zeigt ein sehr aggressives Verhalten gegenüber anderen Vandalen. Er ist sehr motiviert und hat viel Erfahrung in ihrer Welt. Laut unseren Recherchen ist er der beste Kandidat für das Programm. Sir, können wir die notwendigen Schritte einleiten? Yes.
Ja, ich erinnere mich. Tyne. Sein Vater war ein guter Offizier. Irene, was denkst du? Sir, ich rate davon ab. Verstehe. Ihr Einwand ist notiert. Setzen Sie Ihre Arbeit fort. Starten Sie Project Algo. Sir, ja, Hauptkommissar Bellage. Okay. Dann werde ich mal kurz in den PlayStation Store schauen und schauen, ob es eine PS5-Version irgendwie gibt.